Moin moin Leute und willkommen zu einem neuen Spiel, nämlich Automobilista, ein Rennsimulationsspiel, das es seit dem 29. Februar auf Steam gibt, für 31,99 €. Befindet sich alles noch in der Beta-Phase und das Spiel ist tatsächlich vergleichbar mit Project Cars. Ja? Vom Umfang her, so von Beta zu Beta gesehen, ist es quasi identisch. Aber es gibt natürlich so feine, aber ja, schwerwiegende Unterschiede. Alleine schon beim Fahrverhalten ist Automobilista jetzt schon echt wahnsinnsgeil. Also wenn man sich so die Formel 1 Fahrzeuge mal so nebeneinander legt, ist echt krass, was Automobilista aus dieser Scheißkarre rausholt. Das ist unfassbar. Und wie ihr aus dem Titel schon rausnehmen könnt, fangen wir auch mit dem Formel 1 V10 an. Aber vorher zeige ich euch noch so ein bisschen was zu dem Spiel, denn es gibt ja nicht nur die Formel 1 V10 Fahrzeuge, sondern auch die aktuellen Formel 1 Fahrzeuge, nur halt eben nicht in Original Skins. Dann gibt es zum Beispiel auch Trophy Trucks, die sind auch richtig cool, lassen sich aber noch nicht so ideal lenken, wie ich mir das so gerne, ja, wie ich es gerne hätte. Aber naja, das Ganze wird ja noch alles gemacht. Es gibt unglaublich viele Strecken, auch für jede Kategorie teilweise auch sehr viele, die spezifisch für, keine Ahnung, für Trucks sind oder was auch immer oder für Karts. Formel Retro gibt's auch noch, ne? Kennt ihr wahrscheinlich auch jeder. Spektakulär. Da gibt's noch Stock Cars. Lassen sich auch prima fahren. Auch für einen Rookie sollte das kein Problem sein. Super V8 kennt man sogar noch von Grid Autosport. Dann Camaro gibt's auch noch. Der hat übelst einen geilen Sound. Lässt sich aber auch noch nicht perfekt fahren, muss ich sagen. Da muss man noch dran arbeiten. Ja, es gibt doch Rallycross. Rallycross gibt's auch noch. Ja, zum Beispiel den hier. Das ist noch nicht so ganz cool. Da müssen die noch dran arbeiten, an Rallycross. Und, ja, was ist das denn nochmal gewesen? Ach so, die Teile hier, die sind auch richtig nice. Die lassen sich auch richtig Sahne fahren. Aber wir werden natürlich mit dem Formel 1 V10 anfangen. Und die ganzen. Und der sieht so aus. Ich habe mir sogar noch einen Skin zugelegt. Und der sieht so aus. Der 2004er Ferrari von Michael Schumacher. Und wenn ihr den schon so geil findet, dann wartet mal ab, bis ihr den Sound hört. Ihr werdet weinen. Ihr werdet einfach nur weinen. Ich glaube, ich zeige euch nochmal eben so ein paar Settings, was man so alles machen kann. Du kannst alles individuell einstellen, ne? Klar, Stabilisation, Traktion und so weiter, das ist klar. Regeln, ne, aber die sind natürlich individuell, dann wahrscheinlich von Server zu Server anders. Die laufen alle über Steam. Ja, du kannst so vieles mit Hotkeys belegen, unglaublich. Von, weiß ich nicht, kannst unterwegs Traktionskontrolle ausmachen oder auf irgendeinen Knopf eine Kamera umändern, die du gerne so hättest. Auf einem anderen Knopf möchtest du das so haben. Unglaublich. Lenkräder werden auch super erkannt, also meins zumindest. Richtig cool. Dann ja, diverse Anzeigen, was du gerne hättest. Grafikeinstellungen sind ein bisschen dürftig, aber naja. Project Cars sieht jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Audio-Einstellungen. Ja, ist aber nichts Besonderes. Ich zeige euch jetzt auch noch natürlich die Fahrzeugsettings, die man so machen kann.
Nehmen wir mal das Fahrzeug hier. Das Ganze geschieht in Montreal. Wo ist das denn? Montreal, Kanada Grand Prix. Das passt so, keine KI, einfach nur Training. Und das Ganze funktioniert wirklich ganz gut. Also ich habe noch überhaupt keinen einzigen Absturz gehabt. Und ich spiele das, glaube ich, jetzt 8 Stunden oder sowas. Ja, Fahrzeugsettings. Das Coole ist ja, du hast hier so eine ganze Kamera, die später auch noch die Wiederholung zeigt und so weiter. Richtig cool. Du kannst hier wirklich genauso viel einstellen wie Project Cars, vielleicht sogar noch einen Ticken mehr. Ein paar Sachen muss ich immer umändern, weil das noch nicht gespeichert wird. Kannst du hier Setup-Files speichern, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Aufhängungssettings, da muss man erstmal durchblicken, wie sich was irgendwie, ne, zeigt, wie man das spürt und so weiter. Aber da muss man erstmal die Grundmechaniken des Fahrzeugs kennenlernen. Aber, ja. Das war's so jetzt im Groben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder und so weiter, dann fragt so ruhig. Ich kann euch das alles zeigen in extra Videos. Das sollte alles kein Problem sein. Aber wichtig ist natürlich, wie ist das Gameplay? Wie hört sich die ganze Geschichte an? Und ja, das zeige ich euch jetzt mal. Und das ist er. Unser Ferrari. Du hast natürlich, die komplette Kontrolle über die Kameraeinstellung. Ja, du kannst dir den machen, du kannst den machen, den machen, den machen, den machen. Du kannst quasi machen, was du willst. Ich spiele allerdings immer gerne aus der Perspektive. Das macht mir immer persönlich mehr Spaß. Du hast auch die komplette Kontrolle in der Box. Du kannst lenken in der Box, wie du willst. Du kannst entscheiden, ob du selber den Speed Limiter drücken möchtest, wenn du in die Box reinfährst, also vor der Linie, oder rausfährst, nach der Linie betätigen musst, damit du wieder Vollgas fahren kannst. Du kannst dich, wie gesagt, auch frei bewegen. Du musst Ansagen machen, wie jetzt, dass du in die Box möchtest. Da seht ihr auch vorne links, seht ihr was aufploppen, das rote, da müsst ihr reinfahren, um halt eben einen Boxenstopp zu kriegen. Das ist richtig nice. Dann, ja, würde ich sagen, fahren wir mal raus. Die Räder sind auch schon wieder kalt geworden, aber das macht nichts. Ich zeige euch ein paar Runden und dann könnt ihr euch eine Meinung bilden und dann mal gucken, vielleicht gibt es dann noch einige andere Folgen. Also bis jetzt macht es mir riesig Spaß. Aber hören wir erstmal rein, was der Ferrari zu sagen hat. Einfach überragend. Die Karre lässt sich auch super fahren, auch mit sehr, sehr wenig Fahrhilfen. Also wird auch für Anfänger richtig gut zu fahren sein. Auch mit dem Gamepad. Vor allem das Abfangen des Fahrzeuges, das ist ganz anders als in Project Cars.
Project Cars warst du gleich ausgeliefert. Hier bist du einfach viel näher an der Realität dran. Und wenn du dann das gleiche bekommst wie in Project Cars, sensationell. Vor allem der Sound, der ist unglaublich. Einfach Wahnsinn. Das ist, also ich grinse die ganze Zeit. Das ist herrlich. Dieses Abfangen, das ist einfach viel einfacher als bei so vielen anderen Spielen. Und das ist ja auch nicht unrealistisch. Vor allem das Geschwindigkeitsgefühl ist so extrem. Und dazu noch der Sound. Einen machen wir noch. Man muss sich aber auch wirklich konzentrieren. Da fehlt einem wahrscheinlich auch die Übung, aber das wird dann alles kommen. Alter. Das war's. Oh, unglaublich. Könnt ihr euch nur mal reinziehen hier? Es macht einfach Spaß.
Vor allem der Sound. Wow. Richtig, richtig krank. Okay, das war die erste Folge von Automobilista. Ich hoffe, ich habe euch genug gezeigt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde natürlich versuchen, euch irgendwelche Fragen zu beantworten oder irgendwas zu zeigen oder was auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann eventuell bis zur nächsten Folge. Haut rein!